Die häufigsten Fehler im HACCP und wie Sie diese vermeiden. Das Thema HACCP beschäftigt Lebensmittelbetriebe spätestens seit der EU-Richtlinie aus 1993. Seitdem ist die Umsetzung in ein stabiles HACCP-System weitaus aufwendiger und unübersichtlicher geworden. Und somit wird auch die Gefahr größer, Fehler im System zu haben. In dieser Podcast-Folge erfahren Sie, wie Sie diese Fehler vermeiden. Herzlich willkommen zum BEERS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbehn, ich bin Geschäftsführer von BEERS. Hierzu gehören BEERS Digital, der BEERS Verlag und die BEERS Akademie. Herr Matthias Lehrke beschreibt in dieser Folge, wie Sie unter anderem die folgenden häufigen Fehler in Ihrem HACCP-System vermeiden: Risiken falsch berechnen, Kontrollmaßnahmen und Überwachung verwechseln, den Entscheidungsbaum falsch anwenden, die Kontrollmaßnahmen sind kaum oder gar nicht verifiziert, OPRPs und CCPs sind vertauscht oder falsch eingestuft und vieles mehr. Herr Matthias Lehrke betreut als Wirtschaftsingenieur seit 1992 namhafte Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft. Seine Kernthemen sind Hygiene, HACCP, Audits, IFS, Verifizierung und Validierung. Außerdem leitet er als Obmann den DGQ-Arbeitskreis Hygiene und HACCP. Diese Podcast-Folge ist ein Auszug des Webinars der BEERS Akademie. Ja, vielen Dank, Herr Langbehn. Jetzt müsste ich dran sein. Sie hatten es gesagt, es wird eine schnelle Runde heute. Ich habe so um die 30 inhaltliche Folien vorbereitet und ich hoffe, wenn ich den einen oder der anderen Person ein paar Tipps mitgeben kann, Stichwort Grenzwerte, Stichwort, was ist überhaupt eine Gefahr oder wie ist denn das mit der Überwachung? Dann gibt es immer noch diesen Begriff Kontrollmaßnahme, der häufig verwechselt wird. Es gibt ein paar neue Forderungen zum Thema Validierung. Das ist jetzt auch im Kodex neu, ist auch im IFS neu. Jede Kontrollmaßnahme, die im Prinzip etabliert oder geändert wird, muss, soll validiert werden. Noch kurz zu meiner Person. Herr Langbehn hat mich ja schon schön eingeleitet. Vor 32 Jahren bin ich im Rahmen einer Diplomarbeit, lang ist her, in einem Fleischunternehmen mit dem Thema HACCP konfrontiert worden. Seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und ich bin tatsächlich auch schon seit 92 quasi selbstständig. Und aktuell sind so 85 Unternehmen, denen ich jährlich helfen darf. Und 4 nette Handelsunternehmen in Deutschland. Und da gibt es ja gar nicht so viel von. Wie gesagt, heute möchte ich Ihnen jede Menge Tipps geben, dass Sie die Schmerzen, die andere haben, nicht unbedingt erleiden. Und ich möchte nicht als Besserwisser heute rüberkommen, sondern ich habe mal die Punkte gesammelt. Oder ich habe die Punkte gesammelt, die entweder in irgendwelchen Audits, die in irgendwelchen Workshops oder die auch so mir aufgefallen sind und habe das komprimiert zusammengefasst. Ja, falsche Gefahren. Es gibt tatsächlich Gefahrenanalysen, da sind kaum Gefahren drin. Und was eine Gefahr ist, das ist hier wunderbar definiert. Links, ich lese auch nicht alles vor. Auf jeden Fall geht es um einen Agens. Agens ist ein krankmachender Faktor, das ist eine Gefahrenquelle. Und was macht krank und was nicht krank macht, ist der Riss eines Siebes. Weil wenn das Riss kaputt geht oder nicht, das ist egal. Aber wenn die Fremdkörper drin sind und die bleiben drin, das ist nicht egal. Auch der Ausfall eines Metalldetektors ist keine Gefahr. Das nennt sich Kontrollverlust. Wenn ein Metalldetektor nicht funktioniert und in der Ecke steht, ist egal, ob er defekt ist. Aber diese metallischen Fremdkörper ab einer gewissen Größe, das ist die Gefahr. Zu geringe Erhitzung ist auch keine Gefahr, sondern das ist halt die Ursache davon, dass die vorhandenen pathogenen Mikroorganismen nicht abgetötet werden. Und zu geringe Erhitzung nennt sich im Fachjargon Kontrollverlust. Die Gefahr ist meinetwegen das Thema Vorhandensein von Salmonellen, Listerien und so weiter. Genau, das Thema liegt mir am Herzen. Es wird ja auch gefordert von der EU-Verordnung 2021/382. Zur Lebensmittelsicherheitskultur, dass die Beschäftigten bezüglich der Gefahren sensibilisiert werden. Und meiner Meinung nach ist es schon wichtig, dass die Menschen, die an den Anlagen oder an den Maschinen stehen,
dass die ein Gefühl dafür kriegen, dass Salmonellen ziemlich ärgerlich sind oder dass auch metallische Fremdkörper sehr böse Verletzungen mit sich ziehen. Wie gesagt, Gefahr ist ein Agens, das ist eine Gefahrenquelle oder ein krankmachender Faktor. Ich habe hier mal so ein Beispiel ein bisschen zusammengestellt. Das, was nicht korrekt ist, habe ich einfach mal gelb markiert. Und ich sehe hier gerade eine Frau Schellhaas, ja, ab 2,5 mm, das ist spannend. Also unter 2,5 mm ist im Allgemeinen nicht schlecht, hängt natürlich vom Produkt ab, kann auch 1 mm sein, aber 2,5 mm für ein Sieb ist okay. 1 mm wäre besser, aber alles ab 4, 5 mm ist nicht mehr so wirklich fremdkörpertauglich. So, das Bild mache ich kurz. Ich habe hier einfach mal so eine Gefahrenanalyse und Risikobewertung und die Felder, die ich gelb markiert habe, sind nicht richtig und das ist natürlich ärgerlich, wenn man mit so einer Analyse, ja, wenn der Kunde kommt, das möchte ich nicht vorstellen. Ich erkläre es mal kurz. Grenzwerte 7 mm, ich weiß nicht, Max oder Min, spannendes Thema, falsch angegeben. Siebdefekt ist nicht die Ursache, sondern die Fremdkörper, die sind dann entweder im Rohstoff, also dass ich ein Sieb im Produkt habe. Ein Sieb im Produkt wäre auch nicht schlecht, sondern ein Fremdkörper im Produkt. Das liegt nicht primär am defekten Sieb, sondern dass die im Rohstoff oder irgendwie im Produktionsablauf reinkommen. Also definitiv nicht korrekt. Oder auch hier, wenn ich die Milch erhitze, die Ursachen für die Salmonellen ist nicht die Temperaturunterschreitung oder auch nicht der Druckverlust, sondern die sind halt in der Rohmilch drin, in einer gewissen Menge, einem gewissen Anteil. Und deswegen muss ich das erhitzen. Auch hier Auftretenswahrscheinlichkeit, der Faktor ist deutlich höher in der Rohmilch. Und wenn ich auch ein Sieb habe und ich habe die Wahrscheinlichkeit 3 und ein Sieb wird als OPAP eingestuft, ich habe es mal gelb markiert, das könnte auch ein CCP sein. Früher, aus irgendwelchen Gründen auch immer, war ein Sieb meistens ein OPAP, beziehungsweise damals hießen die ja noch CP. Aber ein Sieb kann ich kontrollieren. Ich habe eine hohe Fähigkeit, einen Kontrollverlust zu entdecken, beziehungsweise ich habe auch eine hohe Fähigkeit, eine Abweichung mitzubekommen und kann gegenzusteuern. Also das wäre an sich hier ein CCP. Und eine Begründung ist natürlich spannend. Das passt auch nicht. Und eine Beherrschungsmaßnahme ist natürlich auch nicht eine Schulung der Beschäftigten. So, was möchte ich damit sagen? Also nur, wenn man eine Gefahrenanalyse hat, heißt nicht, dass alles richtig ist. Hier habe ich auch nochmal ein paar Fehler eingebaut, wie man oben erkennen kann. Grenzwert ist falsch, korrekt wäre kleiner 2 mm. Grenzwert ist der letzte Wert, der noch fürs Produkt okay ist. Und ein Grenzwert hat immer Min oder ein Max oder ich habe einen Bereich. Und auch für das Thema Kühlung, keine Störung ist auch kein Grenzwert, das ist eine Störung, sondern dass ich ja, was ich hier meinetwegen zwischen 0 und 7 Grad liege, wäre der Grenzwert. Und beim Erhitzer sind es nicht die 72,5 Grad, sondern ich will größer und dann natürlich eine bestimmte Zeit. Und auch beim Erhitzer, die Gefahr ist nicht die geringe Temperatur, sondern das sind halt die pathogenen Mikroorganismen, die sich in der Milch oder im Joghurt oder im Produkt finden. Ausfall der Kühlung wäre auch nicht korrekt, das wäre Wachstum. Und Ausfall des Metalldetektors hatte ich eben schon, ist natürlich gar keine Gefahr. Die Gefahr ist das Vorhandensein von metallischen Fremdkörpern ab einer gewissen Größe und kompakt. Auf den Begriff Kontrollmaßnahmen gehe ich später auch noch ein. Das nächste schöne Thema, das ist die Sache mit den Risiken. So, der Hauptfehler ist, das steht hier unten, es gibt viele Menschen, die berechnen das Risiko ohne PHPs oder ohne GHPs. Das ist falsch. Das Risiko wird mit den Basismaßnahmen, also mit den GHPs und PHPs berechnet. Und dann dient die Risikobewertung dazu, dass ich eine Entscheidung treffe. Brauche ich eine spezifische Kontrollmaßnahme, in Klammern CCP oder OPAP. Und was einige auch falsch machen, die berechnen das Risiko mit dem CCP und wundern sich, dass das Risiko gar nicht so hoch wird. Das ist natürlich klar, das ist natürlich falsch. Ich habe hier so zwei Wahrscheinlichkeiten. Es gibt welche, die sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 1, die Milch wird ja erhitzt, aber das Risiko wird, habe ich gleich auf der nächsten Seite, wird so berechnet, wenn die spezifische Maßnahme, also das Erhitzen, nicht wirksam ist oder fehlt, also der Wert wäre nicht 1, das wäre eine 4.
Und die Schwere, auch das habe ich schon ein paar Mal gehört, die sagen, wieso, die Milch wird ja erhitzt, dann kann ich sie ja trinken. Das ist natürlich auch nicht richtig, sondern die Schwere ist immer der potenziell ursprüngliche Keim, also in dem Fall meinetwegen der Salmonelle und dann wäre ich hier unten im Bereich 3 oder 4. Da muss man dann mal schauen. Das ist ein spannendes Thema und was die Menschen irritiert, es gibt leider 2 Begrifflichkeiten für Risiken. Es gibt die einmal im Sinne vom HACCP. Dort ist Risiko eine Funktion der Wahrscheinlichkeit und der Schwere. Das ist ein spannendes Thema. Sie werden es gleich sehen. Es gibt noch einen anderen Begriff für Risiken. Das ist insbesondere mal dann relevant, wenn man eine Vorgabe hat oder eine Forderung, die nicht mit dem HACCP zusammenhängt. Spannendes Thema. So, hier habe ich das erklärt, beziehungsweise hier hat das die EU erklärt. Und ich sehe gerade hier, die Frau Arnold fragt, warum ein SIP kein CCP sein könnte. Das war jetzt die Kurzform von denen, was ich gelesen habe. Wenn Dinge vorkommen, die im Bereich 3 sind, 3, also schwerwiegend, und das Versagen oder Fehlen des Siebens würde dazu führen, dass das Produkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit drin wäre, beziehungsweise ohne Sieb, also Fehlen, wäre eine 3, dann hätte ich eine 3 oder eine 3, das wäre eine 5. Ich gehe nochmal zurück, 5 wäre im roten Bereich und dann wäre das ein CCP, da ein Sieb eine hohe Fähigkeit hat, die Gefahr zu entdecken und ich hätte eine hohe Fähigkeit, bei einer Siebkontrolle festzustellen, dass das Sieb einen Riss hat. So, es kann auch ein GHP sein, wenn das irgendwie weit, weit, weit vorne ist, dann ist das nichts, also 2 Siebe in Reihe gibt es nicht, da wäre nur das letzte, der oder das OPAP oder ein CCP. Ein Sieb kann ein OPAP sein, wenn der Schweregrad mäßig ist und die Wahrscheinlichkeit wäre hier, dann hätte ich einen anderen Risikowert und der wäre nicht rot, dann wäre es orange, dann wäre ein Sieb ein OPAP und kein CCP. Es gibt ja viele von Ihnen, die haben bestimmt auch IFS 8. Und ich habe das hier mal mit eingebaut, weil das manchmal die Menschen irritiert. Es gibt ja den Begriff Risiko aus dem HACCP-Kontext, Wahrscheinlichkeit mal Schwere. Und ich habe hier eine Forderung aus dem IFS 8. Dort wird von einer risikobasierten Vorgabe gesprochen. Und damit ist nicht gemeint Wahrscheinlichkeit mal Schwere, sondern damit ist sowas gemeint. Ich habe hier mal einen Auszug aus der ISO 9001. Risikobasiertes Denken heißt, man bestimmt die Faktoren, die dazu führen, dass ich von den geplanten Ergebnissen abweiche. Ich nehme mal das Thema Zwangsführung. Zwangsführung, warum habe ich eine Zwangsführung? Zwangsführung, ich bin mal positiv gestimmt, eine Zwangsführung habe ich dafür, damit die Menschen sich nicht vergessen, die Hände zu waschen. Das ist einfach, dass sie mit ihren Gedanken schon bei der Arbeit sind und einfach durchgehen und dann sind die Hände nicht gewaschen. Das wäre risikobasiertes Denken. So, und das ist ein spannendes Thema. Das ist nicht das gleiche wie das Risiko, welches wir eben hatten mit der Berechnung der Wahrscheinlichkeit und Schwere. Hier habe ich nochmal das gleiche Beispiel. Das ist halt ein Auszug von der ISO 31000. Das ist halt die ISO fürs Risikomanagement, also der weltweit führende Standard für das Thema Risiko. Und Risiko im klassischen Sinne, also wie zum Beispiel auch hier, bin wieder aus im IFRS 8. Hier geht es auch um Risiken bei der Entwicklung. Und damit ist gemeint Auswirkungen von Unsicherheit auf Ziele. Spannende Definition. Also ich könnte von es sind irgendwelche Dinge, die zu einer Abweichung führen können. Und diese Abweichung hier oben steht, kann sogar positiv sogar oder negativ sein. Also es geht in beide Richtungen. Und ich kann die Wahrscheinlichkeit berechnen, aber hier in dieser Definition steht nicht drin Wahrscheinlichkeit mal Schwere. So, und das ist halt ein Thema für die, die zertifiziert sind. Die klassische Risikodefinition im HACCP ist immer Wahrscheinlichkeit und Schwere. Und im anderen Kontext, wenn es darauf ankommt, dass man gewisse Maßnahmen, gewisse Verfahren herleitet, wie risikobasiert, dann kann der Begriff auch eine andere Bedeutung haben. Und da wäre Risiko sowas Ähnliches wie eine Gefahr
und nicht nur eine Zahl. Sie können auch die Zahl berechnen, aber es muss nicht. Eine kurze Unterbrechung. HACCP ist nur eine der Anforderungen an Ihr QM und QS. Wie Sie alle diese Bereiche auf ein noch höheres Niveau heben, erfahren Sie von Herrn Matthias Lierke in 20 Seminaren und Serien der BS Akademie. Für weitere Informationen gehen Sie hierzu bitte einfach im BS Shop auf die Seite www.bs.de/Lierke. Alles kleingeschrieben. Dort finden Sie Veranstaltungen unter anderem zu HACCP, der Lebensmittelsicherheitskultur, zum IFS, zu internen und zu externen Audits, zur Dokumentation, zum Fremdkörpermanagement, zur Verifizierung und Validierung und Lebensmittelsicherheit entlang der Logistikkette und noch vieles mehr. Weitere Informationen erhalten Sie, wie erwähnt, unter www.bs.de/Lierke. Und nun geht es weiter mit den Ausführungen von Herrn Matthias Lierke. Der nächste Begriff, der sehr, sehr häufig verwechselt wird, ist der Begriff einer Kontrollmaßnahme. Meine persönliche Meinung ist, dieser Begriff ist nicht gehirnkompatibel. Jeder denkt bei einer Kontrolle an eine Überwachung, an eine Prüfung, aber eine Kontrollmaßnahme ist ja das, was überwacht wird. Und eine Kontrollmaßnahme ist hier so schön definiert. Das sind alle Maßnahmen, mit denen ich eine Gefahr vermeide, beseitige oder reduziere. Und das Produkt wird ja nicht sicher durch die Siebkontrolle, sondern durch das Sieben. Das wird auch nicht sicher durch die Temperaturmessung, sondern durch das Erhitzen oder Kochen oder Pasteurisieren oder Sterilisieren. Also das Produkt wird sicher durch eine bestimmte Temperatur und nicht durch das Messen. Das Messen ist definitiv nur dafür da, um festzustellen, ob die Kontrollmaßnahme die richtigen Parameter hatte. Also eine Kontrollmaßnahme ist nicht Wareneingangskontrolle, das wäre eine Überwachung. Eine Kontrollmaßnahme ist nicht Messung der Temperatur, definitiv nicht, definitiv nicht. So, hier habe ich die Sache auch im Kodex drin, das ist ein spannendes Thema. Ich höre relativ häufig, ein CCP muss kontinuierlich gemessen und überwacht werden. Das steht nirgendwo drin, das steht nirgendwo drin. Ich bin hier direkt aus dem aktuellen Kodex. Hier steht es drin, wenn möglich, sollte ein CCP kontinuierlich gemessen werden. Aber ich nehme mal wieder ein Sieb. Ein Sieb reicht völlig aus, wenn ich dann nach Schichtende mir das Sieb anschaue. Und wenn es kaputt ist, dann ist das kaputt. Das macht, da gibt es keine kleinen Männchen oder Meinzelmännchen oder Heinzelmännchen, wie das so schön heißt, die das wieder heil machen. Ein defektes Sieb ist kaputt und dementsprechend müsste ich dann die Charge oder die Part die Sperren. Spannendes Thema. So, jetzt muss ich gucken. Folien, so viele Fragen hier. So, und hier habe ich auch noch mal das Thema beim Überwachungsverfahren. Und was häufig vergessen wird beim CCP, also über messbare Grenzwerte müssen wir nicht reden. Das ist okay, wenn ich die habe. Stichwort, wenn ich hier so leckere Würstchen erhitze, die Temperatur, die wird gemessen, Zeit wird gemessen. Aber es gibt auch einige Dinge, die beobachtet werden. Und da jetzt nicht, in dem Fall, wenn ich Würstchen im Raum erhitze, aber wenn ich so einen Durchlauf, eine Durchlauferhitzung von Milch habe, hätte ich eine Beobachtung, das wäre die Ventilstellung zum Beispiel. Wenn das Ventil schon auf ist, die Milch aber noch nicht warm, dann hätte ich einen Kontrollverlust und dementsprechend ist das eine Beobachtung. Und in den meisten HACCP-Plänen fehlt die Beobachtung. Oder wenn ich einen Metalldetektor mir anschaue, wenn ein Metalldetektor nicht pusht und das Produkt wird nicht ausgeschleust, das ist keine Messung, das ist eine Beobachtung. Und in vielen, vielen HACCP-Plänen fehlen die Werte und die Maßnahmen, die beobachtet werden. Ganz wichtiges Thema, nicht nur messen. Hier habe ich mal ein Beispiel aus der C355, das ist dieser EU-Leitfaden. Und was auch viele vergessen, also hier steht erstmal drin, Art der Kontrollmaßnahmen, GHP, OPRP und CCPs. Und hier steht das mit der Überwachung. Also eine Kontrollmaßnahme ist eine Kontrollmaßnahme, eine Überwachung ist eine Überwachung. Es sind zwei Paar Schuhe. Was häufig vergessen wird bei den OHPs und CCPs, die sind alle zu validieren, ohne Wenn und Aber, ohne Wenn und Aber. Und hier steht es auch drin,
dass die OPAPs und CCPs nach den GAPs angewendet werden, also auch nach der Risikobewertung. Was häufig auch vergessen wird bei den Überwachungsmaßnahmen, wenn ich eine Maßnahme festlege, eine Maßnahme beim CCP geht immer zuerst Richtung Produkt und beim OPAP Richtung Prozess. Also wenn das Produkt nicht richtig erhitzt wurde, kann ich es nacherhitzen. Wenn eine Allergenreinigung nicht hinhaut, dann sperre ich natürlich das Produkt, aber ich passe die Allergenreinigung an, damit die beim zweiten Mal nicht wieder zum unschönen Ergebnis führt. So, Entscheidungsbäume, ich habe hier so ein paar Fragen bekommen, Frau Kleiner. Je nach Betrieb, also mittlerweile, ich komme gleich auf der nächsten Seite, also ich würde Ihnen den Vierer empfehlen, der Dreier ist gut. Was ich allerdings merkwürdig finde, ich halte es für einen Übersetzungsfehler, beim Dreier komme ich raus zum, oder beim Dreier habe ich am Ende dort, wo es rot wird, ein CCP oder ein OPAP. Und in der Welt der Standards muss ein Entscheidungsbaum angewendet werden. In der Welt, wo ich nur EU-Recht habe, ist ein Entscheidungsbaum sinnvoll. Da steht so im Codex Alimentarius drin, ist nicht unbedingt verpflichtend, sondern das ist eine zusätzliche Maßnahme, um zu einer Entscheidung zu kommen. Aber in der Welt der Standards, hier habe ich mir EFS Food, muss ich ihn anwenden. Also ich würde diesen Entscheidungsbaum empfehlen. Das ist der farbige, ist von der EU. Ich habe ihn ein bisschen hübscher gemacht und der hier ist der vom Codex. Das ist vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen. Der hat aber auch 4 Fragen und das ist sinngemäß der gleiche. Das ist halt das Spannende und persönlich halte ich das hier unten für nicht richtig, weil wenn ich beim Dreier-Entscheidungsbaum zum CCP oder zum OPAP komme, dann komme ich bei dem Vierer-Entscheidungsbaum natürlich auch zum OPAP und so weiter. Genau, ein CCP muss zu 100% beherrscht werden, das war früher, mittlerweile muss ich eine hohe Fähigkeit haben. Das war früher, sage ich gerade in den Kommentaren mit einem Augenwinkel. So, das nächste Thema, was viele Firmen oder viele Unternehmen vergessen oder da so ein bisschen spartanisch unterwegs sind, es werden von der EU 14, ich sage immer noch Präventivprogramme, jetzt heißen die aber GHPs, also gute Hygienepraxisbausteine, GHPs und GMP sind BHPs, also sie können auch weiter Präventivprogramm sagen. Das ist im Prinzip ein guter Vorschlag als Minimum. Und immer daran denken, wenn Sie 14 Präventivprogramme haben, dann müssen Sie auch 14 verifizieren. Und in den Gefahrenanalysen wäre es nicht schlecht, dass sich die 14 GHPs auch alle wiederfinden würden. Ich habe hier mal Lebensmittelsicherheitskultur und Spenden markiert. Die sind im Jahr 2022 neu dazugekommen. Und das sind alles Kontrollmaßnahmen. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine Werbepause. Ich klicke mal weiter. Genau. Ich mache nochmal weiter. So. Ja, Herr Langbein, habe ich zu schnell geklickt? Ja, ich fasse mich noch eins zurück, oder nicht? Nee, das war das Erste. Nee, okay, erstmal herzlichen Dank für Sie für die bisherigen Ausführungen. Sie haben von der Lehrke erfahren, wie viele unter anderem bei Gefahren, Risiken und Kontrollmaßnahmen zu vermeiden sind. Bevor nun Herr Lehrke gleich zu möglichen Fehlern bei OPAPs, CCPs und weiteren Sachen kommt, von mir der angekündigte Hinweis zu einem besonderen Angebot für Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webinars, damit Sie bei den Themen QM und QS noch mehr auf der sicheren Seite sind. Und es gibt für Sie von Herrn Matthias Lehrke Seminarvorteilspakete mit über 20 verschiedenen Veranstaltungstagen und über 30 Terminen noch mehr Sicherheit. Und zwar, es gibt das Basispaket mit 10 Seminartagen für Eintages- und Zweitagesseminare. Es gibt das Professional-Paket mit 20 Seminartagen, auch Eintages- und Zweitagesseminar. Oder Sie sagen, Mensch, ich möchte die gesamte Flatrate haben und alle Seminare von Herrn Lehrke erleben, dann halt einmal die Flatrate. Und Sie haben bei den einzelnen Paketen einen Preisvorteil von 47, 56 oder gar 59%. Das heißt, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen praktisch mehrere Seminare kostenfrei. Die einzelnen Vorteile auf einen Blick. Sie optimieren gezielt Ihr QM und QS. Dann, Sie haben
maximale Flexibilität. Die Teilnahme ist innerhalb Ihres Unternehmens auch frei übertragbar. So können auch viele Mitarbeitende an den unterschiedlichen Seminaren teilnehmen und auch zu bestimmten wichtigen Seminaren auch mehrere teilnehmen. Und Sie buchen die Seminare gleich zum Start oder auch später zu einem gewünschten Zeitpunkt, ganz nach dem Ihren Bedürfnissen. Und Sie können auch jederzeit einsteigen und so sind Sie für die nächsten 12 Monate optimal vorbereitet. Dann das ganz Besondere bei Herrn Lehrke, und zwar im Basispaket sind zusätzlich noch 2,5 Stunden persönliche telefonische Beratung mit Herrn Lehrke enthalten. Im Professional-Paket sind es 5 Stunden und in der Flatrate sind es gar 10 Stunden. Also über einen Arbeitstag haben Sie dann Herrn Lehrke auch nochmal für spezielle Fragen in Ihrem Bereich. Nur mal eine kleine Auswahl aus den ganzen Seminaren, die Herr Lehrke bei der BSA-Akademie gibt. Der QM-Beauftragte mit modernem Qualitätsmanagement zu noch mehr Sicherheit. Herausforderungen für den IFS-Verantwortlichen. Lieferanten-Audits, damit Sie Ihre Lieferkette transparent und sicher bewerten. Herausforderungen Lohnhersteller. Oder dann auch die Lebensmittelsicherheitskultur stärken. Der Hygienebeauftragte, Verantwortung übernehmen, Risiken reduzieren. Technik und HACCP. Und das Thema, was ja auch heute ist, die erfolgreiche HACCP-Teamleitung. Alles, was dazugehört. Dann nochmal ein Auszug aus weiteren Seminaren. Der interne Auditor, maximale Wirkung zum erfolgreichen Audit. Qualifizierung von Maschinen, Anlagen und Systemen. Dann auch nochmal die Technik im Lebensmittelunternehmen. Verifizierung und Validierung, wie Sie das auch effektiv nachweisen, lückenlos dokumentieren, Fremdkörpermanagement, höchste Sicherheit für Ihre Kunden, Reporting, QM und QS, Lebensmittelsicherheit entlang der Logistikkette. Sie sehen, es ist ein Riesenblumenstrauß. Und wie erwähnt, gibt es die Wahl aus 3 verschiedenen Paketen. Die Pakete erhalten Sie ab 7.970 Euro. Das heißt, pro Seminartag unter 800 Euro. Das geht dann noch weiter, je nach Paketgröße auch runter. Darin enthalten Sie die erwähnten persönlichen Beratungen von Herrn Lehrke und das ganz Besondere für Sie jetzt als Teilnehmerin und Teilnehmer oder Teilnehmer des Webinars: bis zum 28. März 2024, 15 Uhr, erhalten Sie zusätzlich als Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahlweise entweder 1 Jahr gratis das Online-Modul Hygiene und HACCP oder die AirPods, und zwar sozusagen AirPods Pro Max im Wert von 579 Euro. Also das Hygienepaket für 780 Euro oder die Apple-Kopfhörer AirPod Max im Wert von 579 Euro. So können Sie optimal auch am Webinar teilnehmen. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Apple-Geräte an einen Windows-PC anzuschließen und diese zu nutzen. Also Sie sind bestens ausgestattet, entweder mit dem Hygiene- und HACCP-Paket oder dann auch mit den Apple-Kopfhörern. Gehen Sie einfach nach dem Webinar auf, oder auch schon jetzt, auf www.bers.de/Angebot und sichern Sie sich dann auch noch zusätzlich zu der Beratung von Herrn Lehrke auch nochmal Hygiene und HACCP, das Modul für ein ganzes Jahr oder die Kopfhörer mit Rauschunterdrückung. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf den nächsten Teil von Herrn Lehrke. Wunderbar, genau. Lieber Stefan Schröter, ich sehe gerade rechts bei mir, ein CCP musste 100% beherrscht werden. Bis vor einigen Jahren hätte ich das blind unterschrieben, Herr Schröter. Ich hätte sogar auch ein Ausrufezeichen hintergesetzt, hätte ich. Und das jetzt wieder hier ein Auszug aus dem Amtsblatt der Europäischen Union. Und es geht um CCPs und die sprechen nicht mehr von einer 100%igen Beherrschung, sondern jetzt, wir haben es hier ein bisschen falsch übersetzt, im Englischen steht Capability, also ein CCP hat eine hohe Fähigkeit, eine Abweichung zu entdecken und gegenzusteuern. Also eine hohe Fähigkeit, das ist das neue Wording und das ist mittlerweile auch der Unterschied zwischen einem CCP und einem OPRP. Ein CCP hat immer eine hohe Fähigkeit, also dort bekomme ich den Kontrollverlust sicher mit.
Ich nehme mal das Thema Erhitzer. Beim Erhitzer würde ich mein Auto drauf wetten, wenn die Temperatur unterschritten wird, dann gibt es Alarm. Wenn jemand eine Allergenreinigung manuell durchführt, dann würde ich noch nicht mal mein Fahrrad wetten, dass hin und wieder meine Ecke vergessen wird. Ich hoffe, das hilft, Herr Schröter. Wie gesagt, in meinem Gedanke bin ich auch noch bei Ihnen, aber die neue Formulierung ist hohe Fähigkeit. Herr Schröter, Sie können mal antworten, ob es hilft. Spannendes Thema. Wie gesagt, das ist, manchmal ändert sich der Blickwinkel. Okay. So, hier habe ich mal so ein paar Beispiele für OPRPs und ich habe noch ein Thema Johannes Menz. Warum oder wieso ist die Messung der Temperatur keine Kontrollmaßnahme? Das ist relativ einfach. Die Kontrollmaßnahme ist ein GHP, das ist die Kühlung. Die Kontrollmaßnahme kann auch ein CCP sein, Erhitzung, und die Messung der Temperatur ist die Überwachung der Kontrollmaßnahme, Herr Menz. Ich hoffe, das kommt rüber. Dann habe ich ja noch Heike Meier. Muss das Risiko immer berechnet werden oder kann man dies auch beschreiben? Ja, das war das, was ich hoffte rüberzubringen, ist aber auch wirklich ein bisschen irreführend. Da war noch eine Frage, also ich würde Ihnen empfehlen, Gefahren, würde ich immer von sprechen. Und dann gibt es ja noch die Sache, gerade in der Welt der Standards, da muss ich für die Gefahren die Wahrscheinlichkeit und Schwere berechnen. Das ist halt das Risiko. Und das Risiko, das hatte ich vorhin erwähnt, das Risiko kann auch eine andere Bedeutung haben. Also das Risiko im Nicht-HCCP-Umfeld kann beschrieben werden. Also warum habe ich eine Zwangsführung? Warum führe ich die Untersuchung durch? Das muss ich beschreiben. Sie können es auch mit einer Zahl, aber das ist an sich nicht unbedingt gefordert. Die Berechnung des Risikos oder Risikos ist nur im HACCP-Umfeld gefordert, also nicht unbedingt für Qualität oder für Legalität. Spannendes Thema. Genau, die Besonderheit bei den OPRPs, die meisten Betriebe haben viel, viel mehr und haben ein paar OPRPs versteckt. Ein OPRP ist eine gefahrenspezifische Maßnahme, Kontrollmaßnahme. Wenn ich einen Überdruck habe und ich mache das aus Gründen der Produktsicherheit, dann ist das ein OPRP. Wenn ich eine bestimmte Allergenreinigung durchführe aus Gründen der Produktsicherheit und ich überwache die, dann ist das ein OPRP. Wenn ich ganz spezielle Druckluft oder wenn ich meine Druckluft ganz speziell aufbereite, ich habe noch einen Partikelfilter, ich habe noch ein paar Messgeräte, dann ist diese spezielle Luftdruck oder diese spezielle Luft auch mit einem OPRP sichergestellt worden. Spannendes Thema. Und die OPRPs haben ein erhöhtes, damit ist orange, oder sie haben ein rotes Risiko. Und jeder OPRP muss validiert werden. CCP ist relativ klar. Das, was ich eben nur gesagt habe, häufig werden die beobachtbaren Grenzwerte beim CCP vergessen. Dann habe ich hier eine Info, Agnes von Itter. Darf ich nachgeschaltete CCPs in vorherigen Schritten zur Berechnung des Risikos verwenden? Ich lese mir das durch. Ich habe eine kleine Brücke im Kopf gerade oder einen Knoten. Also wenn der eine Schritt ein rotes Risiko hat und danach kommt der CCP, dafür ist ja der Entscheidungsbaum, dann sagen Sie im Schritt 3, ich bin an der Stelle rot, ist aber nicht so schlimm. Gemäß Entscheidungsbaum wird das Risiko nach folgenden Schritten beseitigt und dann wird das zweimal betrachtet. Einmal rot, aber einmal rot, ich bin ein CCP, und einmal rot, ich habe an der Stelle keine Kontrollmaßnahme, und über den Entscheidungsbaum verweisen Sie auf nachfolgende Schritte. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. Hier habe ich auch noch mal, was OPRPs und CCPs sind, mache ich kurz. An sich sind CCPs für tiefrote Risiken und OPRPs sind die orangen, und OPRPs sind eher für Prozesse. Aber so stringent wird das nicht gehandhabt. Es steht auch drin, dass ein OPRP für alle Arten von Prozessschritten festgelegt werden kann oder für alle Arten von Gefahren. Hier habe ich einen Grenzwert und das lag mir heute Morgen oder vorhin auch am Herzen. Der Grenzwert ist umgangssprachlich der letzte grüne Wert. Also Grenzwert entsprechend den äußersten Werten, und der äußerste Wert ist nicht 72 Grad. Hier fehlt die Richtung. Das wäre wärmer oder größer als 72 Grad. Wie gesagt, Zeit fehlt auch. Metalldetektor, 2 mm ist kein Grenzwert. Das ist vielleicht die Größe vom Prüfkörper. Der Grenzwert wäre kleiner, 2 mm. Der letzte gute Wert ist kleiner 2 mm. Also kleiner 2 mm
darf im Produkt verbleiben, ab 2 mm muss er ausschleusen. Ganz wichtiges Thema. Und das ist eine neue Forderung, die gibt es im IFS, die gibt es aber auch im Kodex. Und das ist jetzt wirklich jede Maßnahme, die im HACCP-Plan steht, muss validiert werden oder muss validiert worden sein. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil die meisten HACCP-Konzepte haben ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also vorher wird nichts mehr. Dementsprechend wäre gut, wenn man die zwischendurch mal validieren könnte. Zauberwort, dass die Gefahren wirksam kontrolliert werden. Kontrolliert, das Wort Control im Englischen wird manchmal falsch übersetzt. Gemeint ist eher steuern, überwachen, beherrschen. Das ist eher damit gemeint. Also im Prinzip muss für jeden OPAP, GHP, CCP muss eine Validierung vorliegen. Also ein Beweis, dass die gewünschte Wirkung da ist, dass die Prüfmittel geeignet sind, dass die Grenzwerte auch eingehalten werden können und dass schnell genug reagiert werden kann. Jede Validierung hat immer ein Worst Case oder macht sich Gedanken, was ist ein Worst Case? Ich habe es hier mal bei der Erhitzung. Eine einfache Endkontrolle ist keine Validierung. Wenn ich aber Worst Case, das heißt, ich nehme die kälteste Temperatur, höchste Geschwindigkeit, kürzeste Zeit, mache eine Delta-Analyse, Keimgehalt vorher, Keimgehalt hinterher und ich habe die 7, also 7 Potenzen weniger, das wäre okay für gewisse Erhitzung. Bei Metalldetektor ist das ein Stresstest. Also ganz viele Produkte nacheinander, Schattentest, großes Metall, kleines Metall, dann drehe ich die Reihenfolge um. Alle Testkörper, ich muss auch detektierbare Arbeitsgeräte und ich muss auch den Kontrollverlust validieren. Also wenn die Druckluft weg ist und der Pusher nicht pusht, muss die Anlage stehen. Wenn der Behälter, wo die alle reinfallen, wenn er voll ist, das muss ich auch beweisen. Also ich muss auch den Kontrollverlust beweisen. Das ist halt die Forderung aus dem Codex Alimentarius. Gefühlt ist die neu. Und da steht jetzt einiges drin, Validation of the HACCP-Plan. Und da steht drin, before. Das steht im IFS-Standard nicht drin, wird aber das Gleiche gemeint sein. Also immer, wenn eine Maßnahme neu etabliert wird, muss getestet, bewiesen werden, dass die gewünschte Wirkung da ist, dass die Kontrollmaßnahme, dass die Grenzwerte geeignet sind. Das ist komplett in dieser Schärfe neu. Die Sache mit der Verifizierung, das ist immer ein spannendes Thema. Viele Menschen sind ja der Meinung, ich verifiziere, indem ich einen Rundgang mache und schreibe nur Auffälligkeiten auf. Also Sammlung von Abweichungen ist keine Verifizierung. Bei einer Verifizierung prüfe ich etwas aktiv. Also ich beurteile das anhand von Kriterien. Und was häufig vergessen wird, wenn Sie 14 GHPs haben, schauen Sie sich mal die Liste an. Meistens wette ich, es sind vielleicht nur 5, 6, 7 GHPs überprüft worden. Das heißt, im Hygienerundgang tauchen immer die gleichen Präventivprogramme auf und nicht alle. Und eine echte Verifizierung hat auch Schlussfolgerung. Ich habe einen Nachweis und ich komme zu dem Ergebnis, dass die Anforderungen erfüllt sind. Und wenn Sie 14 GHPs haben, dann haben Sie auch 14 GHPs irgendwie auch mal überprüft. Schön wäre es, wenn man dann so eine Übersicht hätte, wie ist der Status aller Präventivprogramme, OPAPs und CCPs im Rahmen der Verifizierung. Und alles grün glaubt kein Mensch. Das Thema wird auch vergessen. Das ist halt die EU-Verordnung, die ich vorhin sagte, 2021-382. Und dort wird gefordert, dass die Beschäftigten für Gefahren sensibilisiert werden. Ich sehe auch gerade, ich habe einen E vergessen. Also normale Hygieneschulung, ohne dass ich sage, welche bösen Mikroorganismen, Keime befinden sich auf den Händen. Das ist jetzt nicht wirklich, also wenn ich nur eine Schulung habe, wasch dir die Hände, trag die Hygienekleidung, das ist keine Sensibilisierung. Ich müsste schon die wesentlichen Gefahren und deren Folgen erläutern. Und ich müsste auch erläutern, was passiert, wenn die Gefahr eintritt. Und was mir immer am Herzen liegt, häufig werden die Gefahren gar nicht anschaulich vermittelt. Na, vor einigen Wochen hatte ich auch eine Hygieneschulung gesehen, das wäre ganz gut vom Doktor für einen Doktor. Aber normale Menschen, die in der Küche arbeiten, im Catering-Bereich, also ich habe die auch nur zur Hälfte verstanden, weil mir war schon die Schrift so klein, ich fand die furchtbar. Bitte, wenn Sie Ihre lieben Menschen schulen, in der Küche, im Betrieb, bitte auch so, dass die Schulung nicht für den, der schult, gut ist, sondern für den, die geschult werden. Also leichte Sprache, verständliche Bilder, große Schrift und nicht so viel
Details. Genau, hier habe ich auch nochmal wieder so ein Beispiel. Genau, also wenn ich HACCP habe, wäre es auch gut, dass die Beschäftigten auch HACCP verstehen. Was ich immer wieder erlebe, zu viele Abkürzungen, zu viele Fachbegriffe, die Berechnungen sind gar nicht nachvollziehbar, viel zu viele Dinge. Mein Wunsch, versuchen Sie HACCP ein bisschen sprechender, also Gefahr, was macht krank, unsere Grundlage, also ruhig so ein bisschen erklärender, wenig Abkürzung. Und wenn ich jetzt hier so eine Matrix habe, dann kann ich auch erkennen, okay, das ist schon relativ hoch. Also bitte nicht so viel Fachchinesisch, nicht so viel Abkürzung und nicht so viele Spalten. Das wäre denn zu breit. In den Bereichen QM und QS sind immer mehr Dinge zu beachten. Wie Sie all dieses in Ihrem Betrieb umsetzen, sowie Ihr QM und QS auf ein noch höheres Niveau heben, erfahren Sie von Herrn Matthias Lehrke in vielen Seminaren und Serien der BEARS Akademie. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte einfach im BEARS Shop auf die Seite www.bears.de/Lehrke. Alles kleingeschrieben. Bis zur nächsten Folge und Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Arno Langbein.